Ich hätte so gern ein Pokémon, bitte. Oh, das ist wie? Tapfer. Du? Ach gut, du bist Eiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten in Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da noch einsam fühlen und daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Da musst du YouTube fragen. Leon, hast du das gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen und zeig ihm ein gescheites YouTube-Tutorial. Heiko, hier, ich leihe dir mein Pokémon. Ich dachte, er hat keins. Der Arima leider leiht ihm eins. Ach so, ich dachte gerade irgendwie, ja, okay. Oh, wow, ein Pokémon. Ich glaube, ich gebe dir auch diesen Pokéball. Dann leg los. Heiko erhält einen Pokéball. Er gibt jetzt ein Pokémon. Oh, wow, danke schön. Du musst nur hinterher gehen. Ja, ja, ja. Kommst du wirklich mit mir? Nein. Du hilfst mir jetzt ein Pokémon zu fangen. Ey, wie geil. Ich muss mich nicht bewegen. Wie geil ist das denn? So. Wie in diesem hier, oder? So. Muss ich jetzt mal voll spammen. Ich habe heute StarCraft 1 besiegt innerhalb von 3 Minuten. Was, jetzt spiele ich mit diesem Heiko weiter gerade? Ein Trassler erscheint. Oh. Der sieht aus wie ein Pilz. Da mache ich mal Tackle, weil ich nichts anderes habe. Jagos weg. War wieder klar. So, Skype-Bildschirm Nummer 825, Jago. Ich glaube, das ist jetzt schon länger, eine ganze Zeit nicht abgekackt. Bestimmt zwei Parts oder ein Part. Es war gerade voll spannend. Ich musste für den Typen da einen Pokémon fangen. Du musstest für einen in das Fang, ohne ein Wort zu sagen. So, denk mal darüber nach. Telefon. Oh, geil. Hast du gehört? Ja, ich hab's gehört. Ja, ja, dann hören die das auf YouTube ja auch. Scheiße. Können die dich anrufen? Die haben einen Klingelton erkannt. Können die dich anrufen? Ich glaub's nicht. Meine Mama wartet sicher schon auf mich. Bis bald, Leon. So. Och nee, jetzt muss ich auch noch mit dem. So, Metra Dingsbums. Dort solltest du Arena leitern, bla. Mhm, mhm. Natürlich auch ein Arena-Leiter. Ja. Ach ja, das ist unser Vater, aber er erzählt uns jetzt erst, dass er Arena-Leiter ist. Der ist Arena-Leiter. Den musst du fünfte Orden oder so musst du den besiegen. Deinen eigenen Vater? Ja. Ja, dann gibt's ja folgende Szene. Look, ich bin dein Vater. Ich bin ich doch. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Spielereien. Oh, Pokematch hier. Entschuldige bitte. Lass mich raten, deine Kleidung verrät mir, dass du ein Trainer bist. Ach ja. Nein. Trainer. Ich finde ja scheiße, dass ich nicht... Gedacht. Ich finde ja scheiße, dass ich nicht Ash bin. Hinterher. Philipps Abspann läuft immer noch. Verarschen? Ja. Der läuft immer noch. Der hat die Zeit gelaufen, als er eben dabei war, bitte. Ist ja mal geil, es gibt Fußspuren im Sand. Die verschwinden aber wieder. Ziemlich schnell. Oh nein, ich bin kein Trainer, aber es stimmt schon. Wenn Trainer sich in die Augen schauen, ist das eine Herausforderung zum Kampf. Willst du nicht? Hä? Egal. Hä? Ich war keine Trainerin. Ich hab Glück gehabt. Den Typ muss erst mal einfangen hier, so schnell wie der läuft. Oh.
Du musst dich Spuren im Sand zu hinterlassen, das ist total lustig. wie geil, ey. Leon spielt jetzt 3 Stunden lang Spuren im Sand. Leon? Ja? Leon? Jago verarscht mich. Bist du noch da? Leon? Leon, antworte mir. Nein. Du bist doof, verarsch mich nicht, ja? Okay. Red mal was, Leon. Mhm. Langweilig, wenn du nichts sagst. Ja. Wir verarschen uns gerade gegenseitig, das ist ein bisschen behindert. Gegen wen kämpfst du gerade? Ich kämpfe gegen... hab ich schon besiegt. Konnte ich nicht lesen, so schnell ging das. So schnell? Wird Leon das Pokémon wechseln? Nee. Wenn du Schwalbini siehst, fang das, ne? Ja, okay. Was ist denn das für ein Vieh? Das sieht aus wie der Typ von T-Worlds. Schnurzel. Nee, Sahurzel heißt der. Sahurzel. Ach, das ist ein M. Das ist immer so komisch zu lesen. Wie heißt der jetzt? Sahurzel. Sahurzel. Gut. Leon? Ja. Ach, jetzt ist er wieder weg. Ihr habt es gehört. Partnummer weiß ich nicht. Wahrscheinlich 2 oder so. Oder 3. Und zum 2. oder 3. Mal abgekackt. Premiere, die ersten 3 Mal. Okay, er ist immer noch nicht da. Ich bin Level 11. Okay, es geht weiter. Fridolin. Ach, Fridolin heißt der. Das ist total lustig, Spuren im Sand zu hinterlassen. Stark aus in dem Puck. Oh, geangelt. Ja, wirklich. Das war gerade mein Headset. Es ist rausgegangen. Und wieder rein. Von alleine. Jago, klappe die 5. Ich kämpfe gerade gegen Carpador, Level 9. Scheiß Pokémon. Level 20, also es kann keine einzige Attacke. Bis Level 20, der entwickelt sich das wird zu einem richtig fetten Pokémon. Ja. Komisch das Vieh. Und hässlich. Und hässlich. Lass noch 15 Minuten aufnehmen und dann. Ich hoffe, dass meine Festplatte nicht überlastet und dann. Zum Glück spiele ich nicht, nehme ich nicht mit Fraps aus, auf, weil da habe ich meine Festplatte eingestellt als Speicherort und ich habe die gar nicht dran. Ist auch schlauer so, als Festplatte einzustellen. Sonst der PC, weil guck mal, wie groß die Videos einfach sind mit Fraps. Ja, mit Fraps kannst du auch nur Festplatte direkt, also auf extern oder so. Ja? Da habe ich noch 700 GB frei, das reicht für ein paar Stunden Fraps. Boah, ich glaube, uns gehen die Sprüche aus. Ja, ich glaub's auch. Aber es liegt auch zum Teil daran, dass wir eben eine halbe Stunde mit uns alleine geredet haben. Das war viel lustiger. Hatte viel bessere Sprüche. Ja, da hatten wir echt bessere Sprüche. Ich will das Boot da. Nein, das geht nicht. Du musst aber mehr über das Spiel labern. Ja, ich muss mir vor allen Dingen erstmal hier Infos holen, so was hier so mit dem Spiel so. Ja, du spielst doch gerade, brauchst keine Infos. Du läufst und gehst zu der nächsten Stadt und machst holst dir deinen Orden. Und das war's dann eigentlich auch. Oh, ich weiß langsam nicht mehr, wie man nach Hause kommt. Ach, jetzt kämpfe ich wieder gegen ein Mädel. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Bitchfight. Du bist schon durch den Wald durch? Was, Wald? Okay, sieht aus wie ich kämpfe gegen ein Viech, das sieht aus wie Alice im Wunderland. Hä? Lady Patricia. Lady Gaga. Nee, bist du noch gar nicht in dem Wald drin, oder was? Nö, ich war... Durch den Strand bin ich durch, sagen wir es mal so. Gut. Dann musst du nach oben gehen und dann ist da irgendwann gleich ein Wald. Jojo. So, Zickzacks ist gleich weg. Sehr schön.
So, jetzt. Lady. Was? Oh nee, es darf nicht wahr sein. Der hat sich komplett geheilt gerade. Philipp hat gerade geschrieben, dass der Abspann immer noch läuft. Tja, so ist das mit Brotherhood. Tolles Spiel. Aber Abspann erstmal. Ist wie ein Filmabspann, nur dass er so lang ist wie der Film und das Spiel so kurz wie der Abspann. Das ist aber auch schon eine beachtliche Zeit, weil manche Abspannen. Du Spanner. Abspannere. Abspannie, Alter. Das ist nicht. Ein Abspann, zwei Abspannie. Lady Patricia. Oh, meine Güte. Oh, ich hab 1400 gekriegt. Alter, hatte die viel Kohle. Jetzt guckst du mal auf das Geld. Ja. Oh nein, ein Wald. Blütenburgwald. Nein, die Blicke haben sich getroffen. Eine Menge Pokémon gefangen. Jetzt kommt's. Los, 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 meine Käfer-Pokémon-Team. Käfer, echt, ey, die mal mit ihren Käfern. Ich könnte mich drüber wegfetzen. Käfer sind die schlechtesten Pokémon. Das habe ich schon erkannt, ohne jemals richtig Pokémon gespielt zu haben, weil die einfach scheiße aussehen und total niedlich sind. Wir sind schwach. Ja. Flankenschwach. Zwei Attacken maximal und die sind weg. Am Anfang ist Pokémon noch, keine Ahnung. Natürlich, ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll am Anfang oder irgendwie dumm. Ich weiß es nicht. Aber die Pokémon so schwach sind, ich weiß es einfach nicht. Egal. Was? Der hat mir sogar Schaden gemacht. Darf nicht wahr sein. Ich glaub, du verlierst. Ja, total. Welchen Level ist dein Hydranto? Hydranto ist Level 11. In 16 entwickelt sich das. Zugespammt. Entschuldigung, wollte ich nicht. Hydranto erreicht Level 12. It's me, Mario. Hydranto Level 12. Huhuhuhuhuhu. Wird Leon das Pokémon wechseln? Nein, immer noch nicht. So, ich habe mal kurz einen Trank genommen. Ich kämpfe gegen einen Wampel. Ja klar, und verklick mich erstmal wieder. Alter, der hat Spaß immer noch nicht fertig. Zu geil. Wie krank das ist. Ich habe ihn gerade gefragt, ob er sich sicher ist, dass er sich nicht wiederholt. Vielleicht sollte er ihn mal lesen und vielleicht ganz am Ende steht, wenn du das nicht gelesen hast, musst du das nochmal angucken. Okay. Oh Mann, ey. Alter, wie viel Pokémon-Käfer hat er denn, ey? Wie viel Pokémon-Käfer? Weil es sind immer dieselben. Wampel, Wampel, Wampel. Hast du gerade gefragt, wie viel Pokémon-Käfer der hat? Ja. Wie viel Käfer-Pokémon, ja. Ey. Grammatikalisch inkorrekt. Nee, das ist pokémonalisch inkorrekt. Grammatikalisch war das völlig richtig. Ach, nach Hause. Mann, nein, wir wechseln immer noch nicht das Pokémon. Ich glaub, uns gehen die Sprüche aus. Ja, ich mach jetzt noch den Kampf zu Ende und dann beenden wir. Ja? So, ja. Muss ich Konferkarten oder schon? Das wollten jetzt alle wissen. Ja, was ist das? Muss immerhin beachten, es gibt Leute, die gucken uns sogar. Naja. Maxi? Sollen sie wissen? Ich habe Konfirmation, aber da Maxi zuhört, sage ich nicht wann. Ich habe Angst, dass er mich mit Eiern bewirft. Da ist ein Schild, kann man das lesen? Tipps für Trainer. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte. Das hatten wir doch schon mal irgendwo. Hab ich dir gesagt? Nee, das hat uns der Typ gesagt schon. So, an dieser Stelle speichern wir mal eben und beenden die Aufnahme. Haben wir ungefähr eine Stunde am Stück aufgenommen, das dürfte reichen für 3-4 Parts. Ich wette, wir haben nicht so lange aufgenommen. Doch, haben wir. Um 9 war ich und... Mhm. Okay. Ja, 50 Minuten.
Dann ist unser dritte, vierte, zweite, erste, hundertste Part jetzt beendet und viel Spaß bis zum nächsten Mal. Ciao.